بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Unsere zweite Sitzung, inshallah, über Hajj behandeln wir heute folgende zwei Kapitel, inshallah. Die erste ist die Voraussetzung dafür, oder die Voraussetzungen, dass die Hajj für die Frau Pflicht wird, und die Regelungen darüber, wenn jemand statt einer anderen Person die Hajj übernimmt und macht. Und danach wollen wir inshallah im Anschluss über die Vorzüglichkeit des Hajj sprechen und wie man sich darauf vorbereitet. طيب. Erstmal sagen wir ganz grundsätzlich, wissen wir, dass die Pflichten im Islam allgemein gesehen gelten für Männer und Frauen gleich. Es sei denn, es gibt einen Beleg dafür, der eine Unterscheidung macht zwischen dem Geschlecht. Und in Bezug auf die Hajj ist es genauso. Im Grunde genommen gelten alle Pflichten für den Mann, auch für die Frau. Und bis auf einige Sachen, die wir im Anschluss sehen würden, in Bezug auf Tawaf al-Wada' und in Bezug auf den Ihram selbst, werden wir noch sehen, dass es da kleine Unterschiede gibt. In Bezug auf die Frau gibt es eine zusätzliche Voraussetzung gegenüber dem Mann, dass es für die Frau Pflicht wird, die Hajj. Und zwar muss die Frau einen Mahram haben. Wenn die Frau keinen Mahram hat, dann ist für die Hajj keine Pflicht. Also selbst wenn sie gesund wäre und genug Geld hätte, wäre es für sie keine Pflicht, zur Hajj zu gehen, wenn sie keinen Mahram hat. Denn für die Frau sowieso zu verreisen ohne Mahram ist sowieso verboten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: La tusafiru al-mar'atu illa ma'a mahram, wa la yadkhulu 'alayha rajulun illa wa ma'aha mahram. Der Hadith ist bei Ahmed und der Sanad ist sahih. Das heißt, die Frau darf nicht verreisen außer mit einem Mahram, und es darf zu ihr kein Mann gehen, außer wenn bei ihr ein Mahram ist. Also gemeint ist ein fremder Mann. Und ein Mann hat zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt: Inni uridu an akhruja fi jayshi kada wa imraati turidu al-hajj, faqala ukhruj ma'aha. Ein Mann sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ich möchte mit der Armee so und so hinausgehen, mit den Soldaten, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinausgeschickt hat, ich möchte mit ihnen gehen zum Dschihad. Und dann sagte er: Aber meine Frau möchte zum Hajj gehen. Gemeint ist also, was soll ich jetzt machen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Geh mit ihr. Und in As-Sahihain, also As-Sahihain heißt die beiden authentischen Werke, gemeint ist mit Al-Bukhari und Muslim, heißt es, dass eine Frau, in der gleichen Erzählung sagte dieser Mann: Inna imraati kharajat hajjah. Das heißt, meine Frau ist zur Pilgerfahrt schon hinausgegangen. Hat sich schon auf die Pilgerfahrt gemacht, auf die Reise gemacht. Wa innik tatabtu fi ghazwati kada. Und ich habe mich für den folgenden Feldzug schon einschreiben lassen. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: In taliq fa hujja ma'a. Geh und vollziehe mit ihr die Hajj. Also deswegen sagen die Ulama, wenn die Reise in Bezug auf die Hajj nicht erlaubt ist für die Frau, außer mit einem Mahram, dann ist die Reise für eine Sache außer Hajj, andere Sache als Hajj, erst recht verboten. Denn Hajj ist ja eine Pflicht. Und Hajj ist ja ein Rücken von Arkan Islam, eine Säule von den Säulen des Islam. Und wenn das verboten ist, für die Frau zu machen ohne Mahram, ja, dann ist jede andere Reise erst recht verboten, weil es ja keine Pflicht ist, wie die Hajj selbst. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch in einem anderen Hadith: La yahillu limra'atin tusafiru masirata yawmin wa layla laysa ma'aha mahram. Es steht einer Frau, oder es ist für eine Frau nicht erlaubt, eine Reise zu unternehmen, die so lange dauert wie eine Nacht und ein Tag, wie eine Nacht und einen Tag, es sei denn, es ist ein Mahram mit ihr. In Bezug auf die Hajj sagen wir, wenn eine Frau aber in der Zone von Makka lebt, ja, das heißt, so weit weg von den Manasik, von den Stellen ist, wo sie ihre Hajj verziehen muss, Mina, Arafat, Muzdalifa, Makkah,
wenn sie so weit weg ist, wie noch keine Reise, was noch nicht als Reiseentfernung gilt, ja, dann braucht sie natürlich keinen Mahram. Also das heißt, wenn sie zum Beispiel in Mekka wohnt und zur Hajj gehen will, braucht sie keinen Mahram, um die Hajj zu vollziehen. Allerdings soll sie in einer vertrauenswürdigen Gruppe die Hajj unternehmen. Okay. Aber ansonsten, wenn sie weiter weg wohnt, braucht sie dringend einen Mahram, sonst darf sie die Hajj nicht vollziehen. Und diese Belege, die erwähnt worden sind und überliefert worden sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, verbieten der Frau zu verreisen ohne Mahram, also geht es für die Hajj und für andere Sachen. Und das ist alles, sagen die Fuqaha, als Begründung dafür und als Weisheit dahinter, um auf dem sicheren Weg zu gehen, sodass kein Unheil entsteht und dass die Frau niemanden verführt und auch nicht verführt wird, mit ihrem Willen oder gegen ihren Willen, und dass immer ein männlicher Begleiter bei ihr ist, der sie schützt. Und der Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, der berühmte Faqih, einer der großen vier Fuqaha, derjenige, der nachdem eine Rechtsschule benannt worden ist, eine der vier bekannten Rechtsschulen von Ahle Sunnah und Jama'a, Al-Hanbaliyya, also chronologisch gesehen erstmal Al-Malikiyya, dann Al-Shafi'iyya, Entschuldigung, Al-Hanafiyya, dann Al-Malikiyya, dann Al-Shafi'iyya und dann Al-Hanbaliyya, sagte: Al-Mahram min al-Sabil, faman lam yakun laha Mahram, lam yalzamha Al-Hajj binafsiha wala binaibiha. Das heißt, Al-Mahram gehört zu dem, was vorausgesetzt wird, also wie in dem Vers heißt es, man istata'a ilayhi sabila, wer einen Weg dazu findet. Also ein Weg, Sabil, wer einen Weg dazu findet. Und ein Teil dessen, sagt Imam Ahmad, ein Teil des Sabil ist Al-Mahram. Wenn also für sie kein Mahram gefunden wird, dann ist für sie die Hajj keine Pflicht und auch nicht für denjenigen, der die Hajj machen würde, an ihrer Stelle. Wie wir sehen können, werden wir nachher sehen, dass man ja statt einem, dass eine andere Person für eine andere Person Hajj machen darf, unter bestimmten Umständen. Mahram, was bedeutet Mahram? Mahram sind in Bezug auf die Frau männliche, mehr oder weniger Verwandte. Verwandte ist nicht ganz richtig, weil wir gleich sehen werden, dass unter die Kategorie von Maharim, das ist der Begriff von Mahram, mehrere, also grundsätzlich gesehen drei Kategorien fallen. Einmal Verwandtschaft, dann Verschwägerung und Milchgeschwister. Das ist grundsätzlich. Jetzt werden wir im Einzelnen aufzählen, die verschiedenen Maharim. Erstens ist Grundlage des Ganzen ein Vers, den Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat, in Surat al-Nisa. Surat al-Nisa ist die vierte Sura, Vers Seite 81 im Druck von Al-Madina und im Vers 23 bzw. 24. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich lese euch mal den Vers vor, hat er die Kategorie von Frauen erwähnt, die meisten Kategorien von Frauen erwähnt, die verboten sind. Er sagte, verboten zu heiraten, okay, hat noch in Vers 22 auch, und heiratet nicht Frauen, die vorher eure Väter geheiratet haben, außer dem, was bereits geschehen ist. Gewiss, das ist eine Abscheulichkeit und etwas Hassenswertes und ein böser Weg. Verboten zu heiraten sind euch eure Mütter, eure Töchter, eure Schwestern, eure Tanten väterlicherseits, eure Tanten mütterlicherseits, die Nichten, eure Nährmütter, die euch gestillt haben, eure Milchschwestern, die Mütter eurer Frauen, eure Stieftöchter, die sich im Schoß eurer Familie befinden, von euren Frauen, zu denen ihr eingegangen seid. Wenn ihr jedoch nicht zu ihnen eingegangen seid, so ist es keine Sünde für euch, deren Töchter zu heiraten. Und verboten zu heiraten sind euch die Ehefrauen eurer Söhne, die aus euren Lenden hervorgegangen sind. Und verboten ist es euch, dass ihr zwei Schwestern zusammen zur Frau nehmt, außer dem, was bereits geschehen ist. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Und verboten sind euch von den Frauen die Verheirateten, außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzt. Dies gilt als Vorschrift Allahs für euch. Erlaubt ist euch, was darüber hinausgeht. Nämlich, dass ihr mit eurem Besitz Frauen begehrt zur Ehe und nicht zur Hurerei, welche von ihnen
ihr dann genossen habt, dann gebt ihnen ihren Lohn als Pflichtanteil bis zum Ende des Verses. Die erste Kategorie sind also die Frauen, die verboten sind durch Verwandtschaft. Hier gehört einmal die Mutter und aufwärts. Mutter und nur als Grundsatz, alles was ich erwähnen werde, ist jetzt aus Sicht des Mannes. Der Grund ist einfach, weil meistens sind Männer diejenigen, die wissen, solche Sitzungen besuchen oder anhören, mehr als Frauen. Deswegen spricht man die Mehrheit an. Aber es gilt das Gleiche in Bezug auf die Frau. Also wenn ich sage, für den Mann ist seine Mutter verboten, dann gilt das genauso für die... Alhamdulillah. Dann gilt das genauso für die Frau, ist ihr Vater verboten. Okay, Assalamu alaikum. Also immer das Gegenteil. Okay, ich glaube, das ist nicht schwer nachzuvollziehen. Also in Bezug auf die Verwandtschaft ist die Mutter und die Großmutter und aufwärts. Das ist Nummer 1. Wir kommen insgesamt auf 7. Okay? Allah hat in diesem Vers 7 erwähnt, in diesem 23. Vers. In Bezug auf Nummer 1, also die Mutter und aufwärts. Dann die Töchter und abwärts. Töchter, Enkeltochter und so weiter. Dann die drittens die Schwester und die Halbschwester. Und bekannterweise ist Halbschwester diejenige, mit der man nur den gleichen Vater hat oder nur die gleiche Mutter hat. Und wenn man sagt Schwester, meine ich jetzt Vollschwester, wenn es einen Begriff überhaupt gibt, wo man, also das heißt, meine Schwester, die den gleichen Vater und die gleiche Mutter hat wie ich. Viertens, die Tante und auch die Halbtante. Das heißt, und dazu gehört also aufwärts, also Tanten, Halbtanten, auch die Großtante und die Großhalbtante aufwärts. Und das Gleiche, das Vierte, das Fünfte, das Gleiche mütterlicherseits. Im Arabischen gibt es eben eine Unterscheidung. Ich glaube im Türkischen auch. Man sagt im Arabischen Amma für die Tante väterlicherseits und Khala für die Tante mütterlicherseits. Also ebenso männlich Am und Khal. Ja. Das ist die Fünfte, also die Tante und die Großtante mütterlicherseits und halb Großtante und Halbtante. Sechstens, die Nichten brüderlicherseits. Die Nichten brüderlicherseits. Nichte ist bekannterweise die Tochter des Bruders. Und auch des Halbbruders. Auch die Tochter, die Töchter des Halbbruders und abwärts. Das ist die sechste Kategorie. Die sind alle verboten zu heiraten und gelten als Maharim. Also wichtig ist jetzt, alles was ich jetzt gesagt habe, gilt als Mahram. Ja, das sind nicht jede Frau, die einem verboten ist, darf als Mahram fungieren. Entschuldigung, also umgekehrt, der Mann ist ja der Mahram. Okay? Also jede Frau, die mir verboten ist, für die darf ich ein Mahram sein. Okay, das werden wir nachher sehen. Das heißt, ich darf nicht eine Ehefrau eines anderen Mannes ist für mich auch verboten, aber ich darf deswegen nicht Mahram für sie sein. Okay? Aber das, was wir jetzt gesagt haben, geht alles als für mich verboten zu heiraten und auch als ich darf Mahram sein für diese Person. Und siebtens, das gleiche schwesterlicherseits, das heißt, die Töchter meiner Schwester und die Töchter meiner Halbschwester darf ich nicht heiraten, die sind mir verboten. Na, dann gibt es die nächste Kategorie von Frauen, die verboten sind, ist genau diese Kategorien in Bezug auf Milchgeschwisterschaft. Wenn zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel eine Frau kenne, die mich gestillt hat, und übrigens, wann das als Stillung gilt und wann nicht, das bespricht man nicht in diesem Kapitel. Okay? Das bespricht man später, inshallah. Aber wenn es eine Frau gibt, die mich gestillt hat, und die ist nicht meine Mutter, dann bin ich Mahram für ihre Töchter. Dann gelten praktisch ihre Töchter genauso, als wären sie meine Schwestern. Und ich darf sie nicht heiraten, und ich darf sie aber sehen, und ich darf mit ihnen zusammen sein, und ich darf für sie Mahram sein auf einer Reise. Okay? Das ist das gleiche praktisch gilt in Bezug auf Arabisch nennt man das Milchgeschwisterschaft Rada'a. Rada'a. Ra, Alif, Entschuldigung, Rada'a, Dad, Alif, Ein.
Ja, aber wichtig ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Milchmutter habe, okay, also eine Mutter, die mich gestillt hat, eine Mutter, die mich gestillt hat, als ich klein war, dann ihre Töchter sind wie meine Schwestern. Okay? Das gilt aber nur für mich. Das gilt nicht für meinen Bruder, ja. Das gilt nicht für meinen Bruder. Und dass das nicht der Fall ist, es ist einfach, weil das Verbot gilt nur für die Person, für die es geschehen ist. Ja? Und der Prophet sagte, يحرم من الرضاعي ما يحرم من النسب. Das heißt, das, was durch Milchgeschwisterschaft verboten wird, ist das Gleiche, was auch durch Verwandtschaft verboten wird. Jetzt, eine logische Begründung, warum es nicht sein kann, dass auch für meine Geschwister das Gleiche gilt, ist ja klar. Also angenommen, ich würde heiraten. Und meine Mutter ist nicht einverstanden mit der Heirat. Was macht sie dann? Wenn meine Frau ein kleines Mädchen noch hat, dann stillt sie einfach die Brüste meiner Frau und dann wird praktisch die Frau von mir verboten. Das kann nicht sein. Okay? Das geht nicht so etwas. Alhamdulillah. Auf jeden Fall gilt es nur für die Person, für die es auch wirklich gilt. Na. Die dritte Kategorie von Frauen ist, was auch verabschiedet mit Musahara, das heißt Verschwägerschaft, Verschwägerung, also sich einheiraten, in die Familie einheiraten. Und dazu gibt es vier verschiedene. Nummer eins, alles aus dem Vers entnommen, sobald der Vater einen Ehevertrag mit einer Frau abschließt, sobald ein Vater, also gemeint ist der Vater von einem Menschen, ja? Also von einem, wenn mein Vater einen Ehevertrag eingeht mit einer Frau, dann ist diese Frau für mich verboten, für immer. Okay? Weil Allah sagte eben, und heiratet nicht die Frauen, die vorher eure Väter geheiratet haben. Vers 22. Und das ist verboten für mich, sobald der Vertrag abgemacht worden ist. Ich wollte nicht sagen unterzeichnen, weil beim Ehevertrag muss man nicht unterzeichnen. Also sobald die Ehe abgemacht worden ist. Und also wie wird die Ehe gemacht? Indem der Wali der Frau sagt, ich gebe dir diese Tochter oder meine Schwester, und je nachdem, von wem halt der Wali ist, gebe ich dir zur Frau, nimmst du an, er sagt, ich nehme an. Er sagt, ich nehme an, dann ist die Heirat schon vollzogen, wenn da natürlich dabei Zeugen sind. So. Und deswegen habe ich gesagt, also sobald der Ehevertrag ausgemacht worden ist und eingetreten ist, dann gilt diese Frau, die mein Vater geheiratet hat, als für mich verboten, auch wenn Duchun noch nicht geschehen ist. Duchun, das ist einfach ein Eingang, gemeint ist, wenn er noch nicht mit ihr verkehrt hat, auch wenn er noch nicht mit ihr verkehrt hat, ihr schlechtlich verkehrt hat, dann sobald es praktisch der Vertrag eingegangen ist, ist die Frau für mich immer verboten. Und auch aufwärts das Gleiche, also wenn mein Großvater heiraten würde, ja, oder mein Urgroßvater und so weiter, dann sind diese Frauen, die er heiratet, für mich auch ewig verboten. Ja. Zweitens, die Ehefrauen der Kinder. Wenn mein Sohn eine Frau heiratet, dann ist auch diese Ehefrau für mich verboten, sobald er den Vertrag abgeschlossen hat. Für immer. Ich darf niemals die Frau heiraten, die mein Sohn geheiratet hat. Der Beleg dafür ist وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. Na. Dann drittens, und das gilt natürlich nicht, der Ausdruck الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, das heißt, die Ehefrauen eurer Söhne, die aus euren Lenden hervorgegangen sind. Diese Eigenschaft hat Allah total erwähnt. Warum? Damit nicht der Adoptivsohn dazugehört. Weil der Adoptivsohn, wie es in der Geschichte von Prophet Muhammad sallam und Zayd der Fall war, er hat seine Frau geheiratet, weil er nicht in Wirklichkeit sein Sohn war, wie bekannt ist. Dann, drittens, nur als kleine Bemerkung, warum haben die Fuqaha gesagt, es reicht aus, sobald der Vertrag eingegangen ist? Weil Allah subhanahu wa ta'ala redet hier von den Ehefrauen von bestimmten Personen. Und wann ist man eine Ehefrau und wann ist man halal, wie es Vers heißt, وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ, wann ist man halal für einen Mann, sobald der Vertrag abgeschlossen ist. Also es gibt keine Voraussetzung, dass der Vertrag erst gültig ist, wenn man mit seiner Ehefrau verkehrt hat oder so etwas. Der Vertrag ist vorher schon gültig.
Und der dritte, die dritte Kategorie sind die Mütter der Ehefrauen. Die Mütter der Ehefrauen. Warum sage ich Mütter der Ehefrauen? Weil es kann sein, dass mehr als eine Frau heiratet. Die Mutter der Ehefrau ist allerdings erst verboten unter zwei Voraussetzungen. Also die Mutter meiner Frau ist für mich erst verboten unter zwei Voraussetzungen. Erstens, wenn ich sie geheiratet habe, dieses Mädchen geheiratet habe, und zweitens, wenn ich mit diesem Mädchen auch verkehrt habe, dann darf ich ihre Mutter niemals heiraten. Ansonsten, wenn ich sie geheiratet habe und ich mich habe scheiden lassen, bevor ich mit ihr verkehrt habe, dann darf ich ihre Mutter heiraten. Okay? Das gilt, ist anders, als was wir vorhin gesagt haben. Ja? Also in Bezug auf die Mütter darf man nicht. In Bezug auf, was ist? Entschuldigung, ich habe gerade was falsch gesagt. Ich nehme es nochmal zurück. Der dritte Punkt noch einmal. In Bezug auf die Mütter der Ehefrauen. In Bezug auf die Mütter der Ehefrauen gilt, dass sie erst verboten sind, dass sie verboten sind, sobald ich einen Vertrag eingegangen bin. Sobald ich einen Vertrag eingegangen bin, sind sie verboten. Sobald ich einen Vertrag eingegangen bin mit einer Frau, dass ich sie heirate, ist ihre Mutter für mich verboten auf ewig. Auch wenn ich noch nicht mit dieser Frau verkehrt habe. Umgekehrt ist es der Fall in Bezug auf ihre Tochter. Wenn ich eine Frau heirate, das ist die vierte Kategorie. Wenn ich eine Frau heirate, die eine Tochter hat schon, dann wird für mich ihre Tochter erst verboten, wenn ich mit ihrer Mutter erstens den Ehevertrag eingegangen bin und zweitens, wenn ich mit ihr schon verkehrt habe. Okay, das ist, also ich habe mich korrigiert, nicht, dass jemand was Falsches sagt. In Bezug auf die Mutter der Frau reicht der Vertrag aus. In Bezug auf die Tochter reicht der Vertrag nicht aus, sondern es sind zwei Voraussetzungen. Erstmal der Ehevertrag und zweitens der geschlechtliche Verkehr. Ja. Okay, nur als Zwischenbemerkung, damit man das einem nicht vielleicht undeutlich wird oder so. Wenn ich als Mann eine Frau heirate, die eine Tochter hat. Okay? Dann, wie ist es dann der Fall? Also, die Ehefrau, die wird für mich, die ist meine Ehefrau. Aber ihre Tochter ist für mich verboten, sobald ich mit meiner Frau auch verkehrt habe. Okay. Aber sie ist ja nicht in Wirklichkeit meine richtige Tochter. Das ist nur, die wird nur für mich verboten. Ich darf sie nie heiraten. Das heißt, dass mein Sohn sie trotzdem nur heiraten darf. Okay? Alhamdulillah. Also mein Sohn darf die Rabiba, heißt aber Rabiba, ist die Tochter meiner Frau. Nicht meine Tochter, sondern ihre Tochter. Okay? Und mein Sohn darf ihre Tochter heiraten. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Weil die sind nicht verwandtlich, sind nicht verheiratet. Und auch keine Mischgeschwisterschaft und gar nichts. Dann darf sie ganz normal heiraten. Das ist unter Übereinkunft der Gelehrten. Na, und daraus ergibt sich natürlich, dass meine Söhne dann auch nicht Mahram sind für die Töchter meiner Frau. Also, wie gesagt, also, weil sie nicht meine Töchter sind. Und diese vier Kategorien in Bezug auf die Verschwägerung gilt genauso für, kann man übertragen auf, wie heißt es, auf Rada'a, auf die Milchgeschwisterschaft. Das heißt, am Anfang haben wir sieben erwähnt aus Verwandtschaft. Sieben Kategorien aus Verwandtschaft. Dann haben wir gesagt, diese sieben lassen sich übertragen auf Verschwägerung. Auf Milchgeschwisterschaft. Also haben wir 14. Dann haben wir gesagt, gibt es vier in Bezug auf Verschwägerung. Sind vier dazu, sind 18. Und dann gibt es nochmal vier dazu, weil die Verschwägerung übertragen wird auf die Milchgeschwisterschaft. Dann haben wir insgesamt 22 Arten von Frauen, die verboten sind für den Mann zu heiraten. Bleibt nicht mehr viel übrig. Doch, inshallah, viel übrig. Also. Jetzt gibt es noch
einzelne Sachen. Folgendes: verboten zeitweise. Nein. Verboten zeitweise. Okay, vielleicht bringe ich mir erstmal noch ein Beispiel, damit es deutlicher wird. Also erstmal jetzt übertrage ich die Milchgeschwisterschaft auf beziehungsweise die Verschwägerung auf die Milchgeschwisterschaft. Beispiel: wenn meine Milchschwester heiratet, meine Milchschwester gilt wie meine Schwester, sie heiratet und bekommt Kinder. Was ist mit ihren Töchtern? Die sind für mich verboten. Die sind für mich verboten, weil es wie meine Schwester ist. Okay? Einfaches Beispiel. Alhamdulillah. Gut, jetzt gibt es eine Frau, die man auch nicht heiraten darf. Zum Beispiel die Ehefrau. Also, die eigene Frau kann man nicht nochmal heiraten. Dann, Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi, ya akhi, ma'adun. Gadan, ma'adun. Ihtimal. Kabir. Inshallah. Wa alaikum salam. Dann gibt es eine Frau, die man nicht heiratet, aber zeitweise. Und zwar die Schwester der Ehefrau. Wann darf Allah hat verboten? Und dass ihr zwei Schwestern zusammen zur Frau nehmt. Das ist verboten. Und wann darf man die Schwester dann heiraten? Genau, wenn die eigene Frau gestorben ist oder wenn sie geschieden ist. Ja. Wenn man sich nicht hat scheiden lassen. Gut. Dann verboten zu heiraten ist auch eine fünfte Ehefrau, auch wenn sie nicht unter die Kategorien fällt, weil die fünfte Ehefrau nicht legal ist. Dann als drittes noch alle verheirateten Frauen sind uns verboten. Und plus eine Frau aus Mula'ana. Mula'ana bedeutet so viel wie aus Verfluchung. Und zwar gibt es in Surat An-Nur, in der 24. Surah im Koran, gibt es eine Regelung, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, aufgrund eines bestimmten Ereignisses. Und zwar, dass die, wenn ein Mann seiner Frau Unzucht vorwirft, also ihr vorwirft, dass sie unehelich geworden ist, oder umgekehrt, dann braucht der Mann keine Zeugen dafür. Braucht dafür keine Zeugen, wenn er sich sicher ist, dass er seine Frau gesehen hat, wie sie Unzucht betrieben hat oder umgekehrt, dann kann der Mann bzw. die Frau zum Richter gehen und bezeugen, dass er das gesehen hat. Und wenn er dann viermal und dann ein fünftes Mal schwört, wird das von ihm akzeptiert oder von ihr akzeptiert. Und wie gesagt, wenn beide darauf pochen, dass der eine lügt und der andere die Wahrheit spricht. Jeder behauptet, er spricht die Wahrheit, der andere lügt. Und beide schwören fünfmal, dann trennt der Richter beide voneinander. Und dann sind beide auf ewig auch füreinander verboten. Das nennt man aus Mula'ana. Das hat sich auch ereignet einmal unter der Zeit des Propheten. Sallallahu alaihi wa sallam. Und, na. Wenn die Frau zur Hajj gehen muss, dann ist sie auch verpflichtet, die Reisekosten vom Hajj zu übernehmen für ihren Mahram. Okay? Weil sie braucht ihn. Okay? Er muss nicht gehen. Er geht wegen ihr. Und sie ist verpflichtet, ihm die Kosten zu übernehmen. Das bedeutet in anderen Worten, wenn sie nicht genug Geld hat für sich selbst plus ihren Mahram, der mit ihr geht, dann braucht sie nicht zu Hajj gehen. No. Und natürlich gilt das also für die Kosten hin und zurück. Also, natürlich. Und wenn eine Frau einen Mahram gefunden hat, allerdings zu lange gezögert hat, zu Hajj zu gehen, obwohl sie dazu imstande gewesen wäre, aus finanziellen Gründen wäre sie imstande gewesen, aus finanzieller Sicht,
dann aber zu lange gewartet hat, bis sie ihn ja, bis sie nicht mehr erreichen konnte oder bis er eben nicht mehr konnte, bis er gestorben ist, was auch immer. Dann, wenn sie dann aufgegeben hat, ihn doch noch irgendwie aufwendig zu machen, dann kann sie oder dann muss sie jemanden anderes statt ihrer an ihrer Stelle schicken, der für sie Hajj macht, weil es ja für sie zur Pflicht geworden ist. Und als kleine Bemerkung, wenn man die Hajj finanziert bekommt, dann darf man die Hajj machen. Das ist wunderbar. Also man muss nicht aus eigenem Geld die Hajj finanzieren. Und wer gestorben ist und für den die Pflicht, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah, wenn jemand stirbt, nachdem die Hajj für ihn schon Pflicht geworden ist, dann muss von seinem Vermögen, das er seinen Erben hinterlässt, so viel Geld weggenommen werden, sodass jemand an seiner Stelle Hajj machen kann. Aufgrund dessen, was Al-Bukhari überliefert hat, über Ibn Abbas radiallahu anhuma, er sah, dass eine Frau sagte: Ja Rasulallah, ja Urgesandter Allahs, inna ummi nadarat an tahujj. Meine Mutter hat ein Gelübde geleistet, Nadr gemacht, dass sie Hajj machen will. Das heißt, sie hat irgendwas, hat sie gesagt, wenn es eintritt, dann mache ich mir das zur Pflicht vor Allah. Da verspreche ich Allah, Hajj zu machen. Falam tahujja hatta matat. Das heißt, dann hat sie kein Hajj gemacht, bis sie gestorben ist. Soll ich etwa für sie die Hajj vollziehen? Und sagt der Gesandte Allah, na'am, jawohl, Hujji anha, vollzieh die Pilgerfahrt für sie. Ara'ayta law kana ala ummiki daynun, akunti qadiyatah, aqdullaha, fallahu ahaqqu bil wafa. Das heißt, sie sagt, stell dir vor, deine Mutter hätte Schulden. Würdest du ihre Schulden begleichen? Dann sagt er, deswegen begleicht die Schuld in Bezug auf Allah, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat eher ein Anrecht darauf, dass man die Schuld bei ihm begleicht. Dieser Hadith ist also ein Beleg dafür, dass wenn jemand gestorben ist und hätte Hajj machen müssen, dass seine Kinder, dass sein Sohn oder sein Wali für ihn Hajj machen muss. Oder dafür sorgen muss, zumindest, dass jemand Hajj für ihn macht. Es muss kein nahestehender Verwandter sein, es muss jemand sein, ein Muslim sein, der es für ihn eben macht. Und natürlich muss er schon selbst Hajj gemacht haben, wie wir schon erwähnt haben. Also man kann nicht Hajj machen für jemand anderes, wenn man nicht für sich selbst schon Hajj gemacht hat. Das ist verboten. Und genauso ist es auch Pflicht für die Angehörigen dieses Toten, seinen Wali oder das erste oder die Erben, dass die Schulden von diesen Toten erstmal beglichen werden, bevor man irgendetwas anderes mit diesem Geld macht. Und die Gelehrten sind sich darüber einig, dass eben die Schulden von diesem Menschen, von seinem Erben genommen wird. Weil es auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, in Surat al-Nisa, klar erwähnt hat. Und in einem anderen Hadith heißt es: Inna ukhti nadarat an tahujj. Meine Schwester hat versprochen oder hat nadar gemacht, dass sie Hajj macht. Und bei Ad-Darqutni heißt es: Inna abi mata wa alayhi hajjatul Islam oder hajjatul Islam. Mein Vater ist gestorben und obwohl für ihn die hajjatul Islam, das heißt die gemeint ist die Pflicht Hajj, für ihn schon Pflicht geworden ist. Ja? Und das weist darauf hin, dass es gleichgültig ist, ob es sich um einen Hajj aus Nether handelt, oder als Gelübde, ob es sich um die Hajj handelt, die sowieso Pflicht ist für jeden einzelnen Menschen, wenn es für ihn überhaupt Pflicht ist. Aber es gibt ja Voraussetzungen bis zur Pflicht, die wir schon erwähnt haben. Und auch gleichgültig, ob die Person darum gebeten hat, dass es für sie gemacht wird, diese Hajj, oder nicht. Das spielt auch keine Rolle. Es wird einfach gemacht, wenn es für sie Pflicht war. Aber wenn die Hajj keine Pflicht für den Toten gewesen ist, dann muss man keinen Hajj für sie machen.
Wenn man aber trotzdem Hajj für diesen toten Person macht, dann darf es nicht vom Erbe genommen werden. Weil das Erbe ist ein Recht der Erben und nicht mehr des Toten. Okay? Und wenn man Hajj macht für eine andere Person, dann wird es bei Allah subhanahu wa ta'ala so aufgeschrieben, als hätte die andere Person den Hajj tatsächlich selbst gemacht. Und man macht einfach alles im Namen der anderen Person. Man macht alles im Namen der anderen Person. Also die Absicht fest man in seinem Namen. Die Talbiya macht man in seinem Namen. Wir werden sehen, was Talbiya ist. Und alles macht man in seinem Namen mit der Absicht, dass man es für ihn tut. Und selbst wenn man seinen Namen nicht kennt, also den Namen der Person, für die man Hajj nicht kennt, ist das kein Problem, sondern man beabsichtigt einfach, dass man zum Beispiel die Hajj macht für die Person, die einem das die Hajj übergeben hat. Ja. Deswegen, man muss nicht unbedingt wissen, woher er stammt und wie er heißt, und so muss man gar, ist keine Voraussetzung dafür. Ja. Und es ist Mustahab, was man auch für seine Eltern Hajj macht oder Umrah macht, seien sie lebendig oder auch also seien sie lebendig und sind nicht mehr dazu imstande oder seien sie schon gestorben. Und wenn man für seine Eltern Hajj macht oder Umrah macht, dann zieht man die Mutter vor, denn der Prophet sallam, hat uns darauf hingewiesen, dass die Mutter eher ein Anrecht auch auf Birr hat, auf Güte hat, als auf als sein Vater, als der Vater selbst. Babun fi fadl al-Hajj wal isti'dadi lahu, das heißt Kapitel über die Vorzüglichkeit des Hajj und dass man sich darauf vorbereitet oder wie man sich darauf vorbereitet. Die Belohnung beim Hajj ist gewaltig und die Vorzüglichkeit ist groß. At-Tirmidhi und An-Nasa'i haben ein Hadith überliefert über Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud hat die Aussage dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben. Er sagte: Tabi'u bayna al-Hajj wal-Umrah, fa innahuma yanfiyan al-faqra wal-dhunuba. كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. Das heißt, vollzieht die Hajj und die Umrah nach und nach. Das heißt, man soll, wenn man eine Hajj vollzogen hat, sie möglichst öfter vollziehen. Und nicht einfach sagen, man macht sie einmal und nie wieder. Sondern wenn man dieses Jahr Hajj gemacht hat, soll man nächstes Jahr auch wieder Hajj machen, wenn man kann. Und immer wieder machen. Ja? Weil es eine gewaltige Belohnung ist. Es ist ein Gottesdienst, wie die Gebete und wie andere Sachen. Auch Ramadan, jeden Ramadan, wenn er kommt, machen wir Nachtgebete. Und auch die Hajj und die Umrah sollte man so oft man kann vollziehen. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ. Denn sie, wortwörtlich heißt es, verneinen oder sie löschen aus die Armut und die Sünden. كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. Genauso wie der Blasebalg den Schmutz des Eisens und des Goldes und des Silbers entfernt. Also, Blasebalg ist ein Instrument, mit dem man das Eisen, das Glut in der Esse anheizt. Das ist so ein Gerät, mit dem man draufbläst. Das, was man sehen will, kann man das hier sehen. Also Bild. Wie für den Grill. Also auf jeden Fall wird dadurch das, Glut in der Esse, das Esse ist also Schmiedefeuer, das Glut in der Esse wird dadurch erhitzt und dadurch entfernt man den Schmutz aus dem Eisen und aus dem Gold und aus dem Silber. Und genauso dieser Schmutz ist wie die Sünde und die Armut. Das heißt, wenn man viel Hajj macht, wird man nicht arm und die Sünden werden ausgelöscht. وليس للحج المبرور ثواب إلى الجنة. Und der Hajj al-Mabrur, Mabrur heißt angenommener Hajj von Allah, oder auch manche Gelehrten haben gesagt, der Hajj, der nicht vermischt worden ist mit irgendwelchen Freveln und Sünden, die man beim Hajj nicht tun darf. Also der angenommene Hajj, für den angenommenen Hajj gibt es keine Belohnung außer dem Paradies. Alhamdulillah. Und auch im Hadith bei al-Bukhari ist überliefert über Aisha radhiyallahu anha. Sie sagte, نرى الجهاد أفضل العمل. Wir sind der Meinung, dass der Dschihad die beste aller Taten ist. Dass der Dschihad die beste aller Taten ist. أَفَلَا نُجَاهِد, sagt sie zum Propheten, sollen wir denn keinen Dschihad machen? Und dann sagte er, لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌ مَبْرُورٌ. Er sagte, aber die beste Form des Dschihad ist ein angenommener Hajj. Und الحج, نعم. Wenn man also sich fest vorgenommen hat,
die Hajj zu vollziehen, dann soll man sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuwenden von allen Sünden. Das heißt aber nicht, dass wenn man Hajj machen kann und man reut es nicht zu, dass man deswegen nicht zu Hajj geht. Nein, die Hajj macht man so oder so. Hajj ist Pflicht, sobald sie Pflicht wird. Okay, für jeden Menschen. Aber wenn man schon zu Hajj geht, soll man ausnutzen und sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuwenden von allen Sünden und beabsichtigen, dass man die Sünden nicht noch einmal tut. Und dass man jedem Menschen sein Recht wiedergibt, was man von ihm genommen hat. Irgendwelche Sachen, die einem anvertraut worden sind, soll man zurückgeben. Oder zumindest jemanden beauftragen, dass wenn ich von der Hajj nicht mehr zurückkomme, weil es eine Reise ist, dann bitte gehören diese anvertrauten Güter der Person so und so und so und so. Dass man das schriftlich festhält oder jemanden dazu beauftragt. Oder das in seinem Vermächtnis niederschreibt. Dass man seine Schulden soll man zurückgeben, bevor man zur Hajj geht. Wie wir erwähnt haben, gibt es dafür und gibt es aber Unterscheidungen bei den Schulden, haben wir beim letzten Mal erwähnt. Und man soll, wenn man irgendwelche Menschen beleidigt hat oder sie schlecht erwähnt hat oder irgendwie ungerecht behandelt hat, dann soll man sie um Vergebung bitten. Ebenso soll man sein Vermächtnis hinterlassen. Sobald man was besitzt, soll man sowieso schon sein Vermächtnis hinterlassen. Na, und wie gesagt, wenn man nicht in der Lage ist, alle seine Rechte, alle die Rechte von anderen Menschen ihm zurückzugeben, bevor man zur Hajj geht, soll man wenigstens jemanden beauftragen, der Bescheid weiß, was im Falle eines Falles zu tun ist. Und man soll auch dafür sorgen, dass die Familie, die man hinterlässt, oder die besser gesagt allgemein die Person, für die man verantwortlich ist, genug zu essen und zu trinken haben, alles was sie benötigen, solange bis man von der Reise wieder nach Hause kommt. Und man soll dafür sorgen, dass das Geld, was man im Hajj verwendet, halal ist, von A bis Z, und nicht irgendwie mit Verbotenem vermischt ist. Und man soll so viel Geld mitnehmen und Reiseproviant, was ausreicht, damit man niemanden anbetteln muss. Und Allah subhanahu wa ta'ala, man soll so viel Geld mitnehmen, dass man niemanden anbetteln muss, dass man unabhängig ist und seine Hajj vollziehen kann. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, das ist übrigens auch ein Offenbarungsgrund in Surat al-Baqarah, über die Verse beim Hajj, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Dieser Vers hat dadurch Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt, auf der Hajj Handel zu treiben. Weil es gab Araber, die sich gesagt haben, wir gehen zu Hajj und wir vertrauen auf Allah und haben nichts mit sich genommen. Aber wenn sie dann bei der Hajj waren, mussten sie Leute anbetteln. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَتَزَوَّدُوا. Das heißt, sorgt dafür, dass ihr Proviant habt. Man sagt, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Denn die beste Vorsorge ist Taqwa. Und Leute anzubetteln ist keine gute Sache. Und es ist verboten, wenn man es nicht muss. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala eben als Barmherzigkeit erlaubt, dass man während seiner Hajj auch Handel treiben kann. Denn es könnte ein Problem geben für manche Leute, ist ihre Absicht noch rein oder gehen sie nach Makkah und nach Medina, um Handel zu treiben? Aber es ist ihnen erlaubt worden im Koran, Alhamdulillah. Und wofür man sorgen soll, ist, dass man mit Muslimen zusammengeht, die einem dabei helfen, die Gottesdienste richtig zu verrichten und die einem den Weg weisen, wenn sie Erfahrung haben. Und dass man mit Leuten geht, die einem daran an Allah erinnern und nicht einen zur Sünde verführen, wenn man schon sich in einer so gewaltigen Gegend befindet und sich in einem so gewaltigen Gottesdienst befindet. Und man soll unbedingt, und das ist Pflicht, dass man seine Absicht reinhält und dass man durch seinen Hajj nur Allahs Angesicht anstrebt und nicht irgendwelche Titel sich aneignen möchte in diesem Leben oder sonst irgendwelche Sachen. Und dass man, wenn man bei der Hajj ist, während der Hajj gut mit seinen muslimischen Brüdern umgeht und möglichst irgendwelche Streitereien aus dem Weg geht. Weil Allah hat es verboten, im Hajj zu streiten. Jidal.
Und wenn jemand viel streitet und solche Sachen macht, dann besteht die Gefahr, dass sein Hajj nicht angenommen wird. Deswegen soll man sich da aus dem, soll man diesen Sachen aus dem Weg gehen. Dann soll man genauso gut meiden, Leute in die Enge zu treiben. Besonders beim Hajj heutzutage ist es sehr voll. Also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, dass man Leute nicht in die Enge treibt, auf den Wegen, die manchmal eng sind, aufgrund der Massen an Menschen, dann soll man diese Sache aus dem Weg gehen. Und man soll auch aus dem Weg gehen, man soll seine Zunge hüten vor irgendwelchen Beleidigungen und vor Riba. Und wie viele Menschen heutzutage, subhanallah, fallen diese Kategorie rein und begehen Riba. Und Riba bedeutet nichts anderes, als dass du über deinen Bruder etwas sagst oder deine Schwester etwas sagst, was sie nicht mag. Dein Glaubensbruder etwas sagt, was sie nicht mögen. Egal, ob es stimmt oder nicht stimmt, beides ist verboten. Wenn es nicht stimmt, ist es noch viel schlimmer. Aber wenn es stimmt, dann ist es Riba. Dann ist es Riba und ist verboten. Und man soll sich bewusst machen, warum man die Sache sagt. Sagt man die, weil man einfach seine Brust reinigen möchte vor diesem Hass, den man in sich fühlt? Deswegen redet man über jemanden schlecht? Oder was ist der Sinn? Die Fuqaha haben, alhamdulillah, klar gesagt, wann man Riba erlaubt ist. Das heißt, also gemeint ist, wann man etwas Schlechtes sagen darf für andere Personen. Und darüber hinaus darf man nicht gehen. Darüber hinaus und schon gar nicht im Hajj. Und die Situation, in der es sinnvoll ist, Riba sinnvoll ist, sind sehr, sehr selten. Und alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah.